So. Würde ich sagen, hole ich mir meine Sandkarte und verpiss mich. Oh yeah. Die Sonne. Lisa. Voll Health Pillar, The World Karte und Death Karte in einem. Dementsprechend natürlich besser als nur die Full Health Pillar. So, aber endlich mal ein bisschen mehr Damage hier. War richtig krass Schnellfeuer und jetzt noch ein bisschen Damage und Gift und Verlangsamung. Das ist schon ziemlich geil. Und Death 2, die Ebene mit Marm. Fettes Klumpenbein, was voll eklig aussieht. Okay, ich strebe als erstes den Geheimraum, den Schatzraum an. Das sieht cool aus, wenn die so weiß sind. So. Sieht so nach Eis aus, halt eingefroren. Was es wahrscheinlich auch soll. Das sieht halt richtig cool aus. Richtig schön aussehen, das Weiß, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber glaube ich nicht. Noch hier. So, ja, das sind auch die schwersten Gegner überhaupt. Vor allem, weil Fliegen mir auch so viel machen. Okay, die Fliege da glaube ich schon. Die macht ja Fernkampfangriff. Bäm, einmal durch. Ja, beim Bossraum würde ich nicht mal rauskommen, deswegen mache ich den auch noch nicht. Geheimraum ist. Ne, okay, da wäre er schon offen gewesen. Ich bin auch schlau. So. Boah, diese kleinen Schreiviecher sind aber auch nervig, ey. So, und Book of Revelation. Leider kommt jetzt nicht ein apokalyptischer Reiter. Geht eh nicht, weil er gerade schon War kam. Der apokalyptische Reiter von Deaths ist ja schon tot. Aber hier muss eh 100% Marm kommen. Also zu 100%ig. So. Nein, ich wurde getroffen. Oh nee, ey, geh weg. Ah ja, natürlich zweimal getroffen mit einem Schuss. Ein Schlüssel für zwei Schlüssel und 2 Cent. Guter Tausch. Ha, kann ich auch einfrieren. Nochmal. Bäm, vergiftet. Bäm, jawoll. Ach, keine Ahnung. Ja, beide grün, jawoll. Lippenstift, Range ab. Ja, Range ist auch auf Maximum. Alter Schwede. Ich hatte, glaube ich, erst einmal, das müsste auch im Let's Play gewesen sein, wo ich alles auf Maximum hatte. Das auf jeden Fall. Und eine Bombe. Entweder mein Item lädt sich jetzt ab und zu mal während einem Raum auf. Oder bei der Benutzung sind direkt 2 Striche aufgefüllt. Ich weiß es nicht. Es gibt 2 Batterien. Eine von den beiden habe ich jetzt. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich glaube, es ist die, dass ich 2 Striche bekomme nach Aktivierung. Sehen wir ja dann, wenn ich es aktiviere. Chariot. Boah, das weiß ich gerade nicht. Ah, okay. Das Einhorn. Das nehme ich erstmal mit. Diese Sandkarte werde ich hier noch nicht verbrauchen. Aber das eventuell schon. Also nicht das Einhorn, sondern das Einhornhorn. Nee, also. Nein, ihr wisst, was ich meine. Ja, natürlich. Die sind tot und der schießt noch und trifft mich, ey. Und ich habe die Batterie, die mir ab und zu einfach was auffüllt. Ach, das finde ich schön. So, geh kaputt. Ah, okay. Von dir kann ich eine Spritze kriegen. Da hat sich wieder meine Batterie aufgefüllt. Ne, meine Batterie hat mein Item aufgefüllt.
hier ist er. Ah, es war schon auf Maximum, aber egal. Es gibt viele Möglichkeiten für den Geheimraum. Ha! Und ich mach direkt richtig. Ja, garantiert nicht. Ist ein sehr cooles Item, aber ich habe ein cooleres. Ich denke mal, ich mache da mein Chariot hier im Duellraum oder so. Gegen Mams Hard auf keinen Fall, gegen Mam auf keinen Fall, weil danach kann ich nicht mehr rauskommen und dann meine Sandkarte mitnehmen. Und die nehme ich mir auf jeden Fall noch weiter mit nach unten, weil die einfach so gut ist. Oder ich benutze diese Sandkarte bei Mam, das könnte ich auch machen. Ach, mal gucken. Das weiß ich doch jetzt noch nicht. So, was haben wir hier? Vierster. Ich brauche so Chariot gar nicht hier unten. Okay, hierfür. Weil ich es einfach so sehr hasse. So. Und noch ein Suchtraum. Ach, schön. So. Meine Fresse, soll mal. Ja, genau, das meinte ich. Soll mal kaputt gehen. Boah, mein Speed, ey. Ist auf Maximum, ja. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, geht das nur noch weiter wie bei den Herzen? Da reihen sich die Silberherzen auch einfach weiter an, aber werden nicht angezeigt. Ist das bei den Stats auch so, dass mein Range noch höher geht? Oder jetzt in diesem Fall mein Speed? Ich weiß es nicht. Ein Nickel. Mein Geld wird niemals zu Ende gehen. Ich mache erstmal so lange weiter, bis einer von den beiden Sachen mir abtritt. Dann gehe ich erstmal raus und mache später weiter. Ich weiß, das ist bestimmt voll langweilig für euch, aber ich mache sowas halt einfach gerne. Wenn man einfach so coole Sachen daraus kriegen kann aus Automaten. Gerade hier die Blutspendeautomaten sind sehr gut. Alleine hier habe ich ja schon drei Blutdinger-Tanks und da habe ich ja gerade noch einen bekommen. Also mindestens vier. Und dann habe ich ja auch noch, ich glaube, 5 Health-Up-Pillen waren das, aber ich habe so viele Herzen, aber nie ein Health-Up als Item an sich bekommen. Das ist irgendwie komisch. Aber cool. Ich freue mich schon, wenn das neue DLC draußen ist. Das kommt ja wann raus? Am Montag? Wir haben jetzt gerade noch Freitag, den 25. Das müsste ja dann am Montag, dem... Ich will mich jetzt nicht vertun, deswegen gucke ich nach. Montag, dem 28. Ich glaube, an dem Tag kommt es raus. Ungefähr. Was war die Pille hier? Tier ist down. Ja, natürlich. Immer doch. So. Bam. Ah, das kann man denn so labern hier. Nix, was so scheißen langweilig ist. Das ganze Let's Play ist für narrisch. Ich werde es abbrechen. Nein, werde ich nicht. Aber ein paar von euch haben es für eine Sekunde vielleicht geglaubt. Mohahaha. Ich schieße einfach mal wie wild um mich. Wow, wow. Gib mir was. Gib du mir was. Dam, 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 dam. Yo, einer ist kaputt und dann wollte ich erstmal rausgehen. Ja, komm, die können nix. So. Bibel, Bombe. Ich wollte jetzt gerade da rechts auch noch eine Bombe machen, aber ich habe den Geheimraum ja schon. So.
Hier müsste meine Sandkarte sein, oder? Jo. Ah, nehme ich mit, die Bamsaki-Dingen will ich gar nicht haben. Ah, drei Levy Junior in Blau. Ha, die kann ich jetzt voll geil färben. In Blau, Weiß und Grün. Okay, Blau ist keine Färbung, aber Blau sind es halt schon. Ey, das ist richtig geil. Oh, da ein bisschen Weiß, da ein bisschen Grün. Ha, ist das cool. Hat nichts gebracht, aber ist cool. Ach doch, ein Silberherz. Okay, immerhin. Oh, ja, Ebene fertig. Dann wieder in den Arcade-Raum. Und ich nehme jetzt schon 57 Minuten auf und bin kein Mal gestorben. Wahoo! Es läuft doch. So, das dürftet ihr alle gehört haben. Ich liebe meine Tastatur so sehr, dass ich auf ihr rumhaue. Ja. Wahre Liebe verkraftet sowas. Moment, ich liebe meine Tastatur. Ich sollte mir Gedanken machen. Ich hab einen Anfall. Weg mit der Bombe. Ich mag dich nicht. Ihr seid jetzt alle böse, weil ich die Bombe nicht den Dingen mehr hab sprengen lassen. Stirb, stirb, stirb. Geh bitte kaputt, du kleiner irgendwas. Ah, toll. Was für ein Down war das? Tierstowner. Ah, beste Pille von allen. Aber wenn Tierstowner auf Max ist, was es ja bei mir ist, dann ist cool. Richtig cool. Ja, und Schnellfeuer. Ein paar Bomben. Gehst doch mal kaputt. Wenn ich eine Quote drauf, kannst du mir nicht mehr geben, aber du kannst auch so einfach mal gehen. Los, geh kaputt, du kleiner irgendwas. Du kleiner Mensch. Ach, die können wir doch nicht mehr hitten. Schon lange nicht mehr. Ach komm, ey, man, geh doch kaputt. Ich will nur noch so ein paar. Okay, Schlüssel brauche ich nicht mehr. Ein paar Bomben vielleicht noch. Allgemein, ich habe einfach diesen Anreiz, ihn umzubringen. Es muss einfach sein. Und das ohne eine Bombe. Weiß nicht, ich habe den Drang danach. Oh. Bomben. Herzen für den Arsch, ey. Okay, ein blaues Herz nicht. Na komm. Jetzt habe ich noch 40 Cent. Wenn ich das jetzt nicht kriege, dann bombe ich ihn weg. Und ich krieg's natürlich, wodurch noch zwei Versuche entstehen. Ich mach mal bis 40 Cent und dann bombe ich ihn weg. Noch zwei Schlüssel. Hast du gut gemacht. So, ganzen Herzen kann ich leider nicht mehr gebrauchen. Schade drum, aber was soll es? Kann man nichts machen. Ich gehe jetzt Mom töten. Weil Mom ja auch so schwer ist. Jetzt bräuchte man die Bibel. Aber egal. Das muss ich aber auch noch in meinem Let's Play machen. Die Bibel bei Mom oder Moms Heart machen, damit es instant tot ist. Weil ich bis jetzt nur gelesen. Ich vergifte die Tür. Muahahaha. Ja, ich hab die Tür eingefroren. Boah, ich hab den Fuß erst eingefroren und dann vergiftet. Das ist so cool. Einfrieren und vergiften. Los, oh Mann. Augi, Augilein. Ja, hier. Oh. Soll auf ihr eigenes Auge treten. Jawohl. Hat's es getan? Ich glaub schon. So, ja, komm, ist doch jetzt eh tot. Und das Rückgefall Revelation hat sich aufgefüllt. Mach ich auch mein erstes richtiges HP ab. Mache ich besser in der nächsten Runde Ebene, damit in The Bomb 1 auch der Tod kommt. So.